Ja. Oh, das Schwert. Okay. Ja, ist doch gut. Hallo? Nimm mal die Brille ab. Hallo? Wenn der Killer ein Cop ist, ne? Oder ist es unser schäbiger Kollege, der gerade da gesagt hat, verpissen Sie sich. Das könnte von der Statur auch herkommen, hinkommen. Ich will bei dir bleiben. Ich will nicht weg. Lauren, es sind nur ein paar Tage, bis hier alles geklärt ist. Ich soll warten, während du den Killer meines Sohns stellst? Es muss sein, Lauren. Glaub mir. Du bleibst bei deiner Mutter und ich hol dich, wenn die Sache hier gelaufen ist. Sag mir, wer der Origami-Killer ist. Wer hat meinen Sohn getötet? Hör zu, nicht mehr lang und ich werde dir alles, was ich weiß, erzählen. Versprochen. Halt durch, John! Ich hole Hilfe! Halt durch! Los, beeil dich! Ich glaube, das Wasser steigt. Ich mach schnell! Bin gleich wieder da! Wo muss ich denn hin? Lauf. Okay, wir wissen ja immer noch nicht den Namen. Dad, komm schnell! John schlägt in einen Brunnen! Verschwinde, du Nervensäge! Mein Gott. Dann hätten wir ein Maul weniger zu stopfen, oder? Meine Güte. Bitte, Dad, komm, ich bitte dich. John stirbt, Dad. Was bitte. Hab ich gesagt? Hau ab! Meine Güte. Bitte, Dad, du musst John retten. Ich hab's versucht, wirklich. Er will nicht. Bitte stirb nicht, John. Du darfst nicht sterben, John. Bitte. Bitte, vergiss nicht, Scotty. Scotty? Nein. Das kam jetzt sehr überraschend, wie ich finde. Scotty. Ja.
Aber von... Okay. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Hä, aber er war doch... Hä? Nee, oder? Hat er seine Mutter jetzt umgebracht auch, oder was? Nee. 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 Echt jetzt? Ellen Page weiß es ja, ne? Also sie hier, ne? Ne, Madison, nicht Ellen Page. Madison. Madison weiß es ja. Was macht sie mit den Informationen? Wir wissen es jetzt natürlich auch. Freitag, 18:36 Uhr. Das geht nie im Leben gut. Das wird nie im Leben gut gehen. Mädchen, was du da machst, ne? Das wird nie im Leben gut gehen. Du hast es nicht verlernt. Nein. Die Wohnung des Origami-Killers. Es muss einen Hinweis geben, wo Sean Maas ist. Na, hallo? Eine Polizeiuniform. Dein Freund und Helfer. Deswegen sind die Kinder mitgegangen. Er war in Uniform. So kann man es auch sagen, ja. Aha. Ist der hohl, der Schrank? Ach, guck mal an. Eine Tür. Aha.
Da ist auch die Schreibmaschine. Hallo? Hier hat er die Orchideen gezüchtet, die er auf die Brust der Opfer gelegt hat. Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Das kennen wir ja. Warte mal. Krass. Wo gehst du? Na, das gibt's doch nicht. Jetzt geht sie wieder raus. Ah, Alter, diese Steuerung. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das man so sagen darf. Oh, Passwort shit. Eingeben. Ich brauche das Passwort. Nein. Warte. Ich probiere mal was anderes. Schon Mars. Der Geisteskranke sieht ihm beim Ertrinken zu. Eine Art Schacht füllt sich mit Regenwasser. Er stirbt langsam durch den Regen. Viel Zeit ist nicht mehr. Es muss einen Hinweis geben, wo der Schacht ist. Falsches Passwort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Max vielleicht? Ich hab's. Max. Jawohl. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Was in aller Welt ist das denn? Okay. Eine Adresse. Da muss Sean Mars sein. Schnell, keine Zeit verlieren. War das die Adresse, die wir gewählt hatten? Uah, geh doch raus. Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott? All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Schnauze! Sie verstehen das nicht. Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Scott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los, rein da. Scheiße. Und jetzt? Na. Fuck. Keine Wand ist hohl. Nein. Hallo? Nein, auch nicht. Nein. Na. Hallo? Das gibt's doch nicht. Was haben wir da? Wir schauen mal. So, jetzt hier durch. Wo sind wir denn jetzt? Ach, im Badezimmer. Da hat's aber echt Glück, dass da nur... Oh, ein Feuergelicht. Scheiße. So eine Pappmaché-Wand war. Warum macht sie sich jetzt nicht irgendwie so ein Handtuch nass? Wo lang? Ich sehe nichts. Achso, L1, nicht R1. Ich drück die falsche Taste. Oh Gott. Ja, komm. Geh weiter, 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 geh weiter, geh weiter, geh weiter. Nein! Aua! Aua, 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 aua. Viel zu hoch. Scheiße. Springen wäre Selbstmord. Überleg dir was anderes, Madison. Nee, nicht springen. Nee, 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 nee. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verdammt. Oh, oh, die Gasflasche. Oh Gott. Boah, wie geil das aussieht, ne? Das ist unfassbar.
Na, komm! Mann. Jetzt drücke ich L1, obwohl er R1 stand. Ich bin so durch. Das ist unglaublich. So, jetzt komm! Ja! Nein. Kreis und L1 und R2 und Jump! Nein! Nein! Uah! Nein! Oh, heiß, 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 heiß! Alter! Ist doch gut! Oh Gott! Scheiße, die Tür ist abgeschlossen! Verdammt! Komm, einmal noch! Dreimal! Wie im Videospiel. Okay, dann nicht. Dann werden wir jetzt sterben. Wir werden jetzt sterben. Na? Was mit an? Hallo? Warum kann sie jetzt nicht zur anderen Tür? Guck doch zur anderen Tür. Mann. Und jetzt? Den Trick kennen wir ja mit dem Kühlschrank. Das war, wo waren das nochmal? In welchem Film? In irgendeinem Film war das auch. Mächtiger Badabu. Ich weiß, wo Sean ist. Ich muss es Ethan sagen. Genau. Verdammt, der geht nicht am Telefon. Oh, Mist. Eieiei. Oh, jetzt wird's nochmal spannend. Alter Finne. Da ist Sean. Ich hoffe, wir können ihn retten. Freitag, 19.22 Uhr, 148,4. 5,4 mm. Großes Finale hier bei Heavy Rain im Live-Let's Play.